Jahre Do-Ut-Des. 7 Jahre Heilertage im Chiemgau mit Ausstellungen, Vorträgen und Workshops zum Thema Heilen, Leben und Arbeiten. In 2014 gibt es 2 ganz besondere Highlights. Dr. Masaru Emoto, der Mann, der das Wasser zum Sprechen bringt, der uns die Geheimnisse des Wassers sichtbar macht, und Dr. Med Rüdiger Dahlke, ein bereits langjähriger und sehr beliebter Redner der Heilertage. Also wenn Sie an Krankheitsbilder drangehen, dann kommt danach eine unglaubliche Energie, wenn Sie das wirklich heilen. Wie bin ich auf das Thema Mythos Erotik gekommen? Irgendwann in der Pubertät ist das mal losgegangen. Was bedeutet nun Do Ut Des? Do Ut Des. Ich gebe, damit du gibst. Ich gebe dir, damit du geben kannst. Es geht um den Reichtum, den wir zu geben haben, damit andere reich werden und Reichtum verbreiten. Und um die Weitergabe von uns innewohnenden Werten an andere, damit diese wiederum von ihnen weitergegeben werden können. Wie kam es nun zu Do Ut Des? Hören wir dazu die Initiatorin Annette Müller, Gründerin der ersten stationären Fachklinik für geistiges Heilen in Deutschland und der angeschlossenen Heilerschule École Saint-Esprit. Es ist so schön zu erleben, wie das von ganz alleine gewachsen ist. Ich habe das initiiert aus dem ersten Tag der offenen Tür, habe das Gelände zur Verfügung gestellt und das war wie ein Samensetzen, den ich jetzt nur noch gieße und der zu einem riesengroßen Baum geworden ist. Also ich finde das fantastisch. Auftritte von Künstlern runden das Programm ab, wie zum Beispiel die Sängerin Sabine van Baaren, das Zickzack-Traumtheater mit dem Programm Fantasy. In 2014 begrüßen wir als Special Guest den Zirkus Boldini mit einem Programm für Jung und Alt. Kommen auch Sie zu den Heilertagen 2014. Seien Sie dabei und lassen Sie sich inspirieren von zahlreichen Ausstellern, Workshops, Seminaren und von unseren Highlights, den Vorträgen von Dr. Med Rüdiger Dahlke und Dr. Masaru Emoto. Übrigens, der Eintritt und auch alle Vorträge inklusive Rüdiger Dahlke und Masaru Emoto sind kostenfrei. Freuen Sie sich auf Do Ut Des am 20. und 21. September 2014. Wir freuen uns auf Sie.